So, die Krankenschwester. Eine ehemals ehrbare Dame, die in der Irrenanstalt sich gedacht hat, da kann ich Menschen Gutes tun, irgendwo aus dem östlichen Gefilden der Welt, ganz Europas, nach Amerika gekommen, glaube ich. Ich glaube, das ganze Spiel spielt in Amerika. Dann ins Irrenhaus und ist dann irgendwann wegen den ganzen Leuten wiederleben. Um den Verstand gekommen, hat sie alle getötet, alle Insassen, und wurde daraufhin vom Intidus auserwählt, hier Spaß zu haben, und ich habe keine Ahnung, warum er einfach wieder gegangen ist. Vielleicht habe ich einen schlechten Ring, vielleicht habe ich nichts gekriegt, sondern kann aus irgendwie hier in dem Dings hier kann man irgendwo nachsehen, wer der Killer ist. Ich glaube, das war hier irgendwie ihr Mitspieler und da. Oh. Auf jeden Fall sind hier ein paar Leute, die ich vorher schon mal im Spiel gesehen habe. Und die Lobby ist voll. Ich spiele die Krankenschwester, die sich seltsamerweise teleportieren kann. Und zwar 6-7 Meter voraus. Was lustig ist, wenn man Überlebende verfolgt. Aber das raubt ihr irgendwie die Kräfte, sodass sie nach ein Teleport irgendwas noch macht. Was auf die Dauer ein bisschen anstrengend ist. Man sieht halt viel vom Boden und der ist jetzt nicht so hübsch. Und die beiden Damen haben noch 10 Sekunden, um zuzustimmen. Ansonsten geht die wilde Fahrt eh los. Ich bin gespannt, ob die dann im Spiel landen. Auf geht's. Und es geht in die gestörten Abteilung mit der gestörten Schwester und ich hoffe 4 Leuten. Nein, 3 Leute. 3 Leute sind mir aber genug. Immer noch besser als nur einer. Wäre natürlich doof für denjenigen, der rausgeflogen ist, wenn der was Gutes in den Ring geworfen hätte. Guck mal, da läuft schon jemand. Suchst du wen? Ach komm, lauf! Ich weiß schon, dass ich so machen kann. Das war der Teleport. Ich mach noch einen. Also schön. Und glaube, dass da jemand schon Angst gekriegt hat. Aber das kann auch ein Irrglaube sein. Ich wollte ihn jetzt nicht sofort töten und so, aber wir treffen ihn ja nochmal wieder. Okay, sie helfen sich schon mal gegenseitig, das finde ich gut. Ansonsten wird das Spiel mir ziemlich langweilig. Also auch ohne die Skillchecks. Das war wieder langweilig. Bin gespannt, wo der nächste Generator. Ach, da! Ja, da guck ich doch mal, wer da rumkreucht. Und Tipper. Hier hinten versteckt sich auch keiner. Nö. Zu weit geportet, schade. Aber wenigstens hat sie jetzt Spaß. Oder auch nicht. Ist doch bestimmt rein, oder? Komm, hier drin sind sie doch alle. Ist bestimmt rein hochgerannt. Nö.
Irgendwer macht sich hier den Generator zu schaffen, oder? Ich? Also was? Alle Außengeneratoren, das ist ja ganz ungewöhnlich. Ja, das ist so typisch Krankenschwester. So. Na, ich bin gehabt. Und Schluss. Nee. Ich dachte schon, wer ist da drin? Dann bist du halt die Erste, die in dieser Runde hängt. Ich beschwere mich da bestimmt nicht. Was sei denn? Ich will die Dinge noch einfach mal. Und ich habe sogar meine Haken, die ich am Anfang hatte. Am Anfang von Dead by Daylight hatte jeder Killer seine eigenen Haken. Und da konnte man sehen, wer das denn der Killer war, wer ist. Und inzwischen. Das war nicht weit genug. Aber er ist auch nicht da reingerannt, wo ich gedacht habe. Oder doch? Jetzt laufe ich hier gegen die Ecke. Okay, er ist doch mal rausgerannt. Ich kriege noch 3 Ausblutenpunkte, weil der nicht verarztet wurde. Und wir haben nur noch 2 Generatoren zu machen. Die sind alle da drüben. Jetzt macht hier oben eine. Ich treffe die nicht. Bist du wieder rein? Ah, hier lang. Irgendwer macht sich an der Truhe zu schaffen. Ich jetzt noch wüsste, wo die Kuhn sind. Und hi. Sieht das echt nicht, dass sie direkt vor mir ist? Das ist doch. Nicht nach oben? Du bist da echt nicht rein? Du bist da echt rein? Laut, ey. Rein oder raus?
rein anscheinend. Oh. Nicht hier rein. Wieder runter. Hier durchs Fenster. Da komme ich vielleicht nicht so gut durch. Hier links. Zum Haken holt, okay. Hit getankt oder zur Seite? Hab dich. Was hat hier gerade gehabt? Hi. Ich weiß gar nicht, wie oft der hängt. Ich weiß nur, hier vorne ist noch eine Palette, die macht man kaputt. Ich werde keinen aufhalten, wenn ich da hinten rauskomme. Ich finde, ich teleporte zu wenig. Jetzt nur besser. Na komm. Ja, dann nicht. Zu viele Spuren. Ohne jemanden zu sehen. Wegen genau Teleportation. Beide Paletten. Okay, eigentlich mag ich ja den Geist, aber irgendwie teleporte ich gerade nicht. Hendrix. Mach mal kurz die Palette hier hin. Und guck dann mal, ob ich hier noch kann. Jetzt habe ich zwei Paletten geschmissen. Ja. Ja, nein. Generatoren waren noch fertig. Du meintest nicht ernsthaft, dass ich übersehe, oder? So, ein von dreien. Das genug. Guck ich mal, was bei den Ausgängen so los ist. Sieht dann nur gar nichts mehr. Machst du hier schon auf? Hier schon auf. Okay, der eine ist schon raus, der zweite ist raus. Okay, das war's. Die Runde mit der Hexe. Mit der Krankenschwester, die Hexe. Okay, war nicht schlecht von ihm. So. Dafür gibt's ein GG. Okay.
Aber ich glaube, die anderen beiden drei sind eh schon weg. Ich habe meinen Pit, glaube ich. MH Sanga war leider nicht dabei. Ja, die beiden haben. Ich krieg sogar Props von den Killern. Denn ich will ja nicht so ein Arschloch-Killer sein und die ganze Zeit campen, weil das bringt's auch nicht. Da hab ich doch gerade. Ich mag das, wenn die Überlebenden sich gegenseitig vermarkten wollen. Und denke mal, ich spiele noch. Ja, mal gucken, wer da am Fuß sollte, ob der bereitstellt. Oh, guck mal. Ist hier jetzt gut von vorne? Ja, okay. Ach, die beiden spielen wahrscheinlich das Team. Und derjenige ist nicht dazugekommen und der kommt aus den 80ern. Wahrscheinlich hat er das 80er-Outfit-Dingsbums. Und kaut schon wieder Fingernägel. Boah. Aber meinetwegen kannst du dann noch losgehen. Aber die Überlebenden überlegen noch. Und lassen sich Zeit. Und drücken nicht auf bereit. Ich bin gespannt, wo das denn erstmal führen soll. 2, 1. Und ich bin gespannt, wer alles mitmacht. Zwei. Ich kann mich nicht hin. Mal gucken, ob die echt spielen oder auch wenn Lust haben. Guck mal, hier ist schon mal einer weglaufen. Okay. Ich weiß, ich fische mal keine Lust. Zu einfach. Ah, wo du regelst. Das ist schon mal schön. Ich gehe hier auf die Straße, damit ich der andere Kollege dann befreien kann. Ich stelle mich doch schön brav da drüben. Ich nehm's. Ja, kein.
Ah ja, die Haken gehen übrigens kaputt, wenn... nicht? Ich werde es Ihnen zeigen. Zähler. Zum Keller. Still. Ich hätte mich jetzt geärgert, wenn sie da drin gewesen wäre. Dach. Dafür gibt es keine Punkte, oder? Was war das jetzt für ein Geräusch? Ach. Jetzt bist du hier rein, ne? Hab dich. Ja, komm, häng ich dich in den Hintergarten, haben wir es hinter uns. Runter, oder? Oder auch nicht. Einfach nur richtig die Hand. Wenn die nicht killer, wenn wir die Spieler verlassen, aber. Oh!
Die habe ich schon verbraucht. Komm, ich habe keine Lust mehr auf die Runde. Alter, da schafft die das auch noch. Komm, nimm mich jetzt auf.